Dieser Gast hat Unglaubliches erlebt. Er ist vor 14 Monaten gestartet zu einem unglaublichen Abenteuer. Einmal um die Erde sollte es gehen, und zwar im Triathlon, also per Rad, schwimmend und laufend. An diesem Montag ist er wieder angekommen, und zwar in München. Und er hat sich schon wieder auf den Weg gemacht zu uns nach Bremen. Herzlich willkommen, Jonas Deichmann. Herr Deichmann, was haben Sie seit der Ankunft in München gemacht? Oder was haben Sie als Erstes gemacht? Also man sieht es wahrscheinlich schon. Das allererste, was ich gemacht habe, ist, der Bart ging weg. Ich habe immer die Weg ist er nicht, er ist nur kürzer. Er ist, kürzer, genau, aber deutlich kürzer. Weil ich bin mit der Meinung, große Abenteuer brauchen einen großen Bart. Und am Ende kommt dann auch das Symbol, der Bart kommt ab. Das ist das allererste. Das zweite, Käsespätzle essen, habe ich 14 Monate nicht gehabt und vermisst. Seitdem ein Medienmarathon, noch so richtig angekommen und zur Ruhe bin ich bisher nicht, aber kommt dann Weihnachten und Neujahr. Ich gucke gerade noch mal auf meine Karten, ich habe mir so viel aufgeschrieben aus Ihrem Buch. Ein Kapitel heißt, Duschen ist ein seltenes Glück. Haben Sie auch Körperpflege betrieben erstmal, also außer Bart kürzen? Er ist ja geschwommen. 3 Stunden, das genau, hat also offenbar nicht so gereicht, oder? Gerade beim Schwimmen war es eine Herausforderung, weil da sind die Distanzen viel, viel kürzer. Beim Laufen oder Radfahren, da macht man Kilometer. Das heißt, man findet einen See, man findet ein Hotel, wo man duschen kann. Beim Schwimmen ist man einfach extrem langsam. Und ob da jetzt auf die 10 Kilometer, die man am Tag schafft, auch am Abend eine Dusche kommt, also süßes Wasser, ist meistens nicht der Fall. Das heißt, ich bin da normalerweise nach dem Wasser auch raus aus dem Neoprenanzug und noch mal kurz ins Meer. Aber das ist halt alles Salzwasser. Mhm. Das heißt, das kann schon mal vorkommen, dass es dann ein paar Tage dauert bis zum nächsten. Wollen wir noch mal Revue passieren lassen, wie viele Kilometer Sie jetzt eigentlich in diesen 3 Disziplinen unterwegs waren? Wissen Sie das aus dem Kopf? Also Sie sind ja eigentlich Radfahrer. Das ist so Ihre Paradedisziplin. Da haben Sie auch schon einige Rekorde eingeheimst. Wie viele Kilometer per Rad waren es bei dieser Weltumrundung? Ich habe ziemlich genau die 120-fache Ironman-Distanz gemacht. Bin also 460 Kilometer weit geschwommen. Knapp über 21.000 geradelt und bin 120 Marathons gerannt. Darf ich Ihnen jetzt die Frage stellen, die ich wirklich im Kopf habe von Anfang an? Warum? Warum nur? Zum einen, ich liebe es, also es wurde hier auch schon vorher von dir gesagt, auf ein Ziel haben, auf ein Ziel hinarbeiten, die eigenen Grenzen zu verschieben. Und ich habe die letzten Jahre Fahrradrekorde aufgestellt und beim letzten, da bin ich durch Afrika geradelt, da habe ich gemerkt, ich brauche eine neue Herausforderung. Ich möchte was Neues machen. Und da kam die Idee, warum nicht ein Triathlon? Es sind 3 Disziplinen. Ich konnte vorher praktisch gar nicht schwimmen. Also klingt spannend. Und aber Sie hatten das Seepferdchen. Ja, ich habe in der Schule sogar ein Silberabzeichen gehabt. Also, die LRG-Silber. Wir haben ja hier eine ehemalige Leistungssportlerin mit Annalena Baerbock, Trampolinspringen. Und Sie haben auch eine Zeit lang Fußball gespielt. Können Sie diese Besessenheit nachvollziehen? Ja, wobei das ist also ganz andere Liga, würde ich mal sagen, was aber ich gemacht halt habe. Eine Sportlerin. Ja, also ich glaube, das Tolle am Sport ist ja immer, die eigenen Grenzen zu kennen, dann auch zu überwinden und dann auch immer wieder aufzustehen und das Neue zu suchen. Aber trotzdem, also ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen, was Sie gemacht haben. Das ist Wahnsinn. Frau Baerbock, Trampolin springt um die Welt hat, glaube ich, auch noch keiner gemacht. Denn per Triathlon um die Welt, das hatte jetzt vor Ihnen auch noch niemand gemacht. Sie sind der Erste. Genau, und das finde ich auch umso spannender. Ich mag es jetzt nicht einfach nur schneller sein als jemand anderes. Deshalb mache ich jetzt auch keine klassischen Rennen, sondern ich mache gerne Dinge, wie aus meiner Komfortzone raus muss, wo ich auch nicht weiß, was passiert, wo es Überraschungen gibt. Denn jetzt habe ich gesagt, ich mache es, weil es mir Spaß macht, auf ein Ziel hinzuarbeiten, weil der Weg ist am Ende das Ziel. Aber es ist nicht der Rekord, was mich reizt am Ende, wovon ich mich erinnere, wenn ich mal ein bisschen älter bin, sondern es sind die Erlebnisse. Mhm. Und es sind die vielen kleinen Begegnungen, die besonderen Momente, von denen ich dann auch wirklich zehre, wenn es mal hart wird. Ich habe in Mexiko zum Beispiel, in Baja California, bin ich allein in der Wüste gerannt und plötzlich ist ein Pickup an mir vorbei und 5 Männer sind rausgesprungen. Ich dachte erstmal, oh, das klingt jetzt gefährlich. Mhm. Die haben dann angefangen, Musik zu spielen. Das waren Mariachis, die folgen mir auf Facebook und wollten mir ein kleines Motivationslied singen. Danach, die haben an Guerilleros gedacht. Ich hatte noch 20 Kilometer zu laufen mit einem großen Lächeln im Gesicht und es lief
problemlos. Ich habe nichts gespürt. Der Marathon war einer der einfachsten, die ich je hatte. Und es sind diese kleinen Begegnungen, die besonderen Momente, warum ich es mache. Aber Mexiko war, glaube ich, sowieso eine ganz besondere Station. Ne? Also ein ganz besonderes Land, durch das Sie gereist sind. Das war, soweit ich weiß, wenn ich es richtig verstanden habe im Buch, eigentlich so die B-Route, weil Sie eigentlich durch die USA wollten. Die war dann dicht wegen Corona, also sind Sie durch Mexiko. Und da wurden Sie zwischendurch gefeiert wie ein Volksheld. Also es gab nicht nur dieses Musikständchen, sondern es gab Menschengruppen, wir sehen es hier, die mit Ihnen gelaufen sind, weil Sie plötzlich in den Medien, in den mexikanischen, als der deutsche Forrest Gump gehandelt wurden. Wie kam es denn dazu? Hier, Forrest Gump, Alemán. Ich bin in Tijuana an der Grenzmauer ganz alleine gestartet. Da ist ein Läufer bei mir gewesen und mich hat praktisch niemand in Mexiko gekannt. Ich bin dann so die ersten 1500 Kilometer gerannt und dann kam im Bundesstaat Durango eine Straßenhündin, die mir für 130 Kilometer gefolgt ist. Sie ist, hat vor meinem Zelt übernachtet. Wenn ich in den Supermarkt gegangen bin, hat sie vor dem Supermarkt gewartet. Ich habe erst versucht, sie zu verscheuchen, weil ich wollte durch Mexiko-Stadt laufen. 20 Millionen Einwohner, sie wird überfahren. Also ich war nicht das richtige Herrchen für sie, muss man ganz klar sagen. Aber sie ist mir immer gefolgt. Wir haben ein Foto von ihr. Ah, ja, sie ist ein super Hund. Und ich bin dann in die nächste größere Stadt gekommen und war dort im Fernsehen, also noch nicht national, kleines Fernsehen, habe aber dort eben jemanden gesucht für sie. Und wie das in Mexiko so ist, es passieren die skurrilsten Dinge in Mexiko, ganz tolle Kultur, wurde sie adoptiert und ist dann von einer Läufergruppe in ihr neues Zuhause gebracht worden, ist vom Bürgermeister und von der Gemeinde empfangen worden, hat eine Medaille um den Hals bekommen, das nationale Fernsehen ist gekommen und hat eine Reportage über sie gemacht. Jetzt hat sie eine schöne Hundehütte, gutes Essen, geht nach wie vor laufen mit den Läufern und ist Mexikos berühmteste Hündin. Und auch ich bin seit dem Tag nie wieder alleine gelaufen, denn am nächsten Tag war es nationale News, El Forrest Gump Alemán, der deutsche Forrest Gump, und La Coqueta, die Hündin ist spanisch und heißt so eine Dame, die so ein bisschen flirty ist. Und dann war ich nie wieder allein. Und ist es richtig, dass einige Drogenbosse, vor denen man ja auch Angst haben könnte, Ihnen stattdessen jetzt auf Instagram folgen? Auch das ist richtig. Das war so ein paar Tage, bevor ich Coqueta getroffen habe. Da bin ich die Sierra Madre hochgelaufen, von Seelevel, so eine kleine Serpentinenstraße, wunderschöne Natur, hinauf auf 3000 Meter. Und ich wurde auch schon vorher im letzten Restaurant gewarnt von der Köchin, wenn da irgendjemand kommt mit einer Waffe und möchte mit dir sprechen, keine Bange, die machen nichts. Okay, bin hochgelaufen und als erstes sind Jugendliche auf Motorrad gekommen und mit Walkie-Talkie. Also die haben einfach geschaut, wer kommt und wer geht. Und ein bisschen später kamen dann zwei Männer auf dem Motorrad vom lokalen Drogenkartell. Und die haben gesagt, ja, hallo Jonas, wir haben schon auf dich gewartet und du weißt, hier passen wir auf dich auf, hier passiert dir nichts, wir folgen dir auf Instagram und wir hätten gern ein Selfie. Und es war auch absolut sicher für mich, denn sie haben kein Interesse an mir, sie muss halt aufpassen, dass ich nicht zufällig mein Zelt auf einer Plantage aufschlag und dann war das auch alles gut. Mhm. Pädagogisch für den weißen Ring nicht wertvoll, muss man sagen. Okay, ja. Das war also keine gefährliche Situation, obwohl man vielleicht in Mexiko damit gerechnet hätte. Aber du, jetzt sage ich du, ich habe das Gefühl, wir kennen uns, weil ich habe dein Buch gelesen. Ich war mit dir auf Weltreise. Darf ich du sagen? Aber klar, ich bin Sportler, sowieso immer du. Perfekt. Ich weiß, dass du ein Erlebnis mit einer Klapperschlange hattest. Aber darauf will ich dich jetzt gar nicht ansprechen, sondern auf das Erlebnis mit den Bienen. Denn das war ja durchaus gefährlich, ne? Das war tatsächlich meine gefährlichste Tiersituation. Ich kriege oft die Frage, Klapperschlange oder ein Bär oder Haifische. Meine einzige wirklich kritische Situation war mit Bienen. Das war in Oaxaca, in Südmexiko. Und da bin ich auch mit so 7, 8 Läufern gelaufen. Ich hatte mittlerweile Polizeieskorte, weil ich einfach bekannt geworden bin. Und wir sind da lang gelaufen und plötzlich kamen wilde Bienen, ein ganzer Schwarm, und haben uns verfolgt. Die anderen Läufer sind auch alle in alle möglichen Richtungen gesprungen. Ich bin zurückgerannt, aber die sind hinter mir her. Ich habe 7, 8 Stiche gehabt und irgendwann kam die Eskorte und hat die Tür aufgemacht. Ich bin reingesprungen und haben einfach gewartet, bis die Bienen wieder weg sind. Und haben Sie rausgefunden, was Sie gegen sie hatten? Ja, ich hab's, hat mir später jemand erzählt, es hat wohl jemand versucht, ihr Nest zu zerstören. Ah. Also sie sind normalerweise nicht so aggressiv. Auch die Einheimischen haben mir gesagt, haben sie noch nie zuvor erlebt. Aber sie waren doch komplett unschuldig.
Ich habe auch, aber auch keine Wut auf die Bienen. irgendjemand hat ihr Nest zerstört und dann kann ich es auch verstehen, wenn sie ein bisschen aggressiv werden. Mhm. Ich bin entkommen, keine langen Probleme gehabt, hat ein bisschen wehgetan, 2 Tage und dann war es auch wieder gut. Aber wäre die Hündin nicht gewesen, wäre keine Eskorte da gewesen, wäre die Eskorte nicht da gewesen? Oh Gott, mit den Bienen? Ich habe der Hündin sehr, sehr viel zu verdanken, weil ja. Mexiko ist am Ende, vor allen Dingen wegen den Menschen, so ein tolles Erlebnis gewesen. Es war einfach total skurril, wer da alles mitgelaufen ist und das habe ich alles der Hündin zu verdanken. Aber Judith und ich, als wir uns vorbereitet haben, haben gesagt, die Hündin hätten wir nie zurückgelassen. Es fiel mir auch wirklich schwer, weil sie ist mir auch ins Herz gewachsen. Aber ich bin danach durch Leon, durch Mexiko-Stadt, durch viele, viele große Städte gelaufen, teilweise auf der Autobahn, weil es ist die sicherste Straße. Und auch hier, ich habe ja kein Zuhause. Ich habe seit 4 Jahren keine Wohnung, bin nonstop unterwegs, lebe auf Reisen. So gut ich mich mit der Hündin verstanden habe, sie ist letztendlich, ich bin nicht das richtige Herrchen. Und ich weiß, jetzt hat sie eine gute Hundehütte, hat gutes Essen und die Läufer, also der lokale Laufclub, nimmt sie nach wie vor mit. Sie rennt sehr, sehr viel und sie schickt mir mal Fotos und Videos. Es geht ihr blendend. Könnten Sie ja noch mal besuchen, oder? Wenn ich noch mal in Mexiko bin, dann werde ich das auch bestimmt machen. Und ja. Petra und Christian suchen ja einen Hund. Ja. Jetzt, wo das Buchprojekt abgeschlossen ist. Aber die Läuferin, ich weiß nicht, ob wir da mithalten können. Oder etwas ruhiger. Ist einiges gewohnt, ja, das stimmt. Ich würde dich gerne noch mal auf was ansprechen, was du vorhin so gestreift hast. Nämlich, dass du eigentlich Radfahrer bist und jetzt auch schwimmen musstest. Nämlich 450 Kilometer, um genau zu sein. Nur mit dem DLRG-Silberabzeichen, das ich auch habe. Wie bereitet man sich auf so etwas vor? Wenn man das vorher noch nicht gemacht hat, im offenen Meer zu schwimmen? Also ich bin immer der Meinung, es ist alles Kopfsache. Und je länger das Ganze geht, desto mehr wird es eine Frage der richtigen Einstellung. Man muss einfach positiv sein und kleine Ziele haben. Also in meinem Kopf schwimme ich immer von Bucht zu Bucht. Meine Vorbereitung, die war so circa ein halbes Jahr. Ich bin ein paar Mal schwimmen gegangen, aber dann war der Lockdown in Corona-Zeit, also so die Schwimmbäder waren zu. So richtig viel trainiert habe ich nicht. Ich bin dann als Vorbereitung einmal durch den Bodensee der Länge nachgeschwommen, 65 ja, ja. Kilometer, habe den ersten Triathlon rund um Deutschland gemacht. Da bin ich den Landesgrenzen gefolgt. Ja. Das war eine 16-fache Ironman-Distanz und war für mich so der letzte Materialtest. Ich habe ja auch beim Schwimmen und generell nie ein Auto oder ein Boot dabei gehabt, was meine Sachen getragen habe. Ich habe beim Schwimmen ein Floß in dem hergezogen. Und das ist jetzt nicht was, eine Disziplin, Swimpacking, wo es jetzt viele gibt in der Welt. Es ist wirklich, also ich kannte einen einzigen vorher, der hat mir dann an Tag 1 im Wasser eine WhatsApp geschickt. Da sehen wir es einmal. Macht keinen Spaß. Wie Sie das Material quasi in wasserdichten Säcken hinter sich herziehen. Sie haben ja auch du bist ja auch beim Laufen immer mit so einer kleinen Karre hinter dir her gelaufen. Also auch noch Gewicht mit Gepäck hinten dran. Ne? Und da soll es auch eine Situation gegeben haben, wo Menschen es unglaublich gut mit dir gemeint haben, weil sie dir einfach mal 26 Millionen oder wie viele es waren hinten reingeworfen haben. Ohne sich darüber im Klaren zu sein, was das gewichtmäßig für dich bedeutet. Also ich bin ja ein absoluter Minimalist. Auf meinen letzten Abenteuern habe ich meine Zahnbürste in der Mitte durchgeschnitten, um nochmal die letzten Gramm zu sparen. Und in Mexiko, wo ich gesagt habe, ich laufe jetzt durch Mexiko statt durch die USA, haben mir ganz viele Leute geschrieben, oh, das ist gefährlich, pass auf. Und die größte Gefahr, die ich von den Mexikanern hatte, das war die Gastfreundschaft, weil ich bin mit Geschenken überhäuft worden am Ende. Ich erinnere mich genau, ich bin einmal in Oaxaca habe ich einen Empfang gehabt, ich wurde dann vom Bürgermeister und der Gemeinde empfangen und es ging so einen Kilometer ziemlich steil den Berg hoch auf Kopfsteinpflaster, ich mit meinem Anhänger hinten dran. Und das ganze Dorf stand Spalier und alle haben mir Getränke, Wasser, Trinks und so angeboten. Und man muss in Mexiko Geschenke annehmen. Am Ende habe ich gezählt, da waren 19 Liter Getränke in meinem Anhänger und ich bin kaum noch den Berg hochgekommen. Am nächsten Tag haben sie mir 6 Melonen geschenkt. Wahnsinn. Jetzt, wo du von dieser wahnsinnigen Reise zurückgekommen bist, das ist wirklich auch lesenswert, das Buch, weil man mit dir ja mitreist, weil man durch Russland im Winter reist, weil man miterlebt, wie du morgens in gefrorene Schuhe gehst, ja, und dann auch noch weißt, in diesen gefrorenen Schuhen morgens, der nächste Kaffee ist erst in 50 Kilometern, da muss ich jetzt hinlaufen. Also es ist wahnsinnig spannend, das alles mitzuerleben. Jetzt, wo du wieder hier bist, hast du da schon dein nächstes Abenteuer vor der Brust oder war es das jetzt erstmal?
Also ich bin jetzt die nächsten, sag ich mal so 6-7 Monate erstmal beschäftigt. Das Buch ist raus, dann läuft auch gerade ein Film in der European Outdoor Filmtour und es kommt auch noch im April Valle la Pena, noch ein großer Dokumentarfilm in die Kinos. Ich halte Vorträge, also es wird jetzt erstmal kleinere Abenteuer und ich brauche jetzt auch mal ein bisschen Erholung dann. Ich habe aber trotzdem schon mein nächstes großes Projekt. Das ist auch was, ich brauche es, weil wenn man jetzt so ein Projekt wie das hatte, 14 Monate plus Vorbereitung, ich habe 2 Jahre lang war das mein Leben. Und wenn es dann vorbei ist, dann fragt man sich natürlich immer, was kommt als nächstes. Ich hatte viel Zeit, wo ich allein gelaufen bin, allein geradelt bin zum Nachdenken. Und 2023 geht es wieder los, wird definitiv genauso herausfordernd wie der Triathlon um die Welt. Aber aktuell streng geheim, klar. Okay, aber ich würde mich jetzt gerne schon mal anmelden, dass du zu uns kommst, um nach diesem Abenteuer dann wieder bei uns darüber zu berichten. Vielen Dank für den Besuch, Jonas Steinmann. Danke, sehr, sehr gerne.